Naja, in den letzten Jahren ist die Gewaltbereitschaft gegenüber den Hausbesorgern in diesen Wohnhausanlagen, in diesen großen, wo es diese massiven Probleme gibt, schon sehr, sehr groß geworden. Im Alltag eines Hausbesorgers kommt es immer wieder vor, dass du beschimpft wirst, bespuckt wirst, beleidigt wirst und lauter solche Dinge wie zum Beispiel Beschädigungen des Eigentums, wenn du ein Auto hast in einer Garage, unten werden da halt dann die Reifen aufgestochen, das Auto zerkratzt, die Kinder bedroht und lauter solche, ich sage immer dann halt Kleinigkeiten, weil die massiven Probleme schon so groß sind, dass man eigentlich davon nur mehr von Kleinigkeiten sprechen kann. Und es ist halt relativ schwierig, gegen solche Mieter vorzugehen. Das Mieterrechtsgesetz hat bestimmte gesetzliche Bestimmungen, die zum Schutz des Mieters eigentlich eingerichtet sind. Und da ist es für den Hauseigentümer halt sehr, sehr schwer, gegen solche renitente Mieter vorzugehen. Das Problem ist nur bei den Hausbesorgern, der hat hier seinen Job und auch hier seine Wohnung. Wenn einem normalen Arbeitnehmer, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt einmal, Gewalt angetan wird oder wurde, dann ist das in der Firma und er geht nach Hause und hat zumindest zu Hause seinen Ruhepol, wo er mit dem Mann oder Frau sprechen kann und zumindest versucht, diese Gewalt zu verarbeiten. Bei einem Hausbesorger ist das nicht so, denn er wohnt hier und arbeitet hier und das ist die gleiche Stätte. Also gerade in dieser Wohnhausanlage, wo wir uns derzeit befinden, gibt es eine Hausbesorgerin, die hat jahrelang massive Probleme gehabt mit einer Mieterin. Die Verwaltung hat schlussendlich dann diese Mieterin gekündigt nach Jahren. Die Mieterin hat ihren Hund zum Beispiel auf die Hausbesorgerin gehetzt, hat Körperverletzung betrieben und. Jeder andere Betrieb, ob das jetzt Fleischhacker, Schlosser, wer auch immer, wenn dort ein Mitarbeiter bedroht wird, spricht der Geschäftsinhaber das Zutrittsverbot aus zu diesem Geschäftslokal und derjenige darf dann dieses Lokal nicht mehr betreten. Bis zur Kündigung, bis die vom Richter ausgesprochen wird, vergehen Monate, wenn nicht Jahre und da ist nach wie vor der Hausbesorger oder in dem Fall die Hausbesorgerin die Leidtragende, weil die diesen Druck erleben muss und auch aushalten muss. Und wenn ich so zurückdenke, war das Zusammenleben vor 20 Jahren wesentlich schöner und angenehmer. Vor allem, es war eine Gemeinschaft da. Wenn man heute in den Häusern schaut, gibt es keine Gemeinschaft mehr. Da kennt gerade derjenige, der was dort wohnt, weiß, dass er dort wohnt, aber die Nachbarn links und rechts kennt er schon nicht mehr. Und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist eigentlich komplett weg. Ja. Es kommt sicher vor, dass vereinzelt Mieter helfen, aber wie wir auch wissen, beim Verkehrsunfall zum Beispiel steht stundenlang auf der Straße, bis der wer helfen tut. Und bei uns ist es im Prinzip genauso. Wenn ein Hausbesorger eben bedroht wird oder was auch immer, schaut da jeder weg, weil er will damit nichts zu tun haben. Ich bin jetzt seit 20 Jahren tätig als Hausbesorger und hatte in diesen 20 Jahren zwei Schulungen. Das eine war jetzt im April, ein sogenanntes Konfliktmanagement. Bewältigungsseminar und das zweite war vor, sag ich mal, 10 Jahren eine Schulung über bestimmte Werkzeugtypen und Schulungen in bestimmten Bereichen wie Schlosser, Elektriker, Maler und aus meiner Sicht als Betriebsrat gehörten die Hausbesorger weit mehr geschult. Also das Erste, dass eine Hausbesorgerin oder ein Hausbesorger, auch Männer, denen wird Gewalt angetan, sofort eine polizeiliche Anzeige machen, sofort in ärztliche Beratung gehen und in psychologische Beratung gehen, im Betriebsrat verständigen und vor allem Dienstgeber verständigen. Ganz, ganz wichtig ist, der Dienstgeber zu verständigen, damit der Dienstgeber die Möglichkeit hat, dem nachzugehen und rechtliche Schritte dann einzuleiten.